Hallo an alle, ihr schaut den Kanal Unglaubliche Fakten. In der Marine-Terminologie ist ein Zerstörer ein schnelles, manövrierfähiges, langlebiges Kriegsschiff, das dazu bestimmt ist, größere Schiffe einer Flotte, eines Konvois oder einer Kampfgruppe zu eskortieren und sie gegen mächtige Angreifer mit kurzer Reichweite zu verteidigen. Heute zeigen wir dir die 10 teuersten Zerstörer der Welt. Type 055. Die Klasse Type 055, der Nachfolger der Lenkwaffenzerstörer vom Type 052D, wird von der Yingnan Shipyard und der Dalian Shipbuilding Industry Company für die Marine der Volksbefreiungsarmee gebaut. Die Zerstörer Klasse Type 055 können zur Luftverteidigung über weite Entfernungen, zur Bekämpfung im Bodenkrieg, zur Luftabwehr, zur U-Boot-Bekämpfung, zur elektronischen Kriegsführung, zum Land- und Seeschlag, zur Eskorte, für Langstreckenpatrouillen und Überwachungsmissionen eingesetzt werden. Die Zerstörer sind mit Marschflugkörpern zur Schiffabwehr sowie mit HQ-10 Kurzstrecken-Boden-Luftraketen und HHQ-9B Langstreckenraketen bewaffnet. Das auf dem Bugdeck angebrachte Hauptgeschütz ist ein 130 mm Zweizweck-Marinegeschütz. Die Kosten für einen solchen Zerstörer belaufen sich auf 850 Millionen Dollar. Akizuki. Die Zerstörer der Akizuki-Klasse werden von der Mitsubishi Heavy Industries für die japanische maritime Selbstverteidigungstruppe gebaut. Die Akizuki-Klasse soll die Hubschrauberzerstörer Hyuga und 22 DDH eskortieren und die anderen von Aegis geführten Kriegsschiffe der japanischen maritimen Selbstverteidigungstruppe schützen. Der Zerstörer dient der Verteidigung gegen Bedrohungen zu Wasser, aus der Luft und unter Wasser. Die Akizuki-Klasse ist mit 8 Typ 90 Schiff-zu-Schiff-Raketen bewaffnet. Er kann Überwasserschiffe im Umkreis von 150 Kilometern bis 200 Kilometern zerstören, indem er ein Trägheits- und aktives Radarführungssystem verwendet. Die Akizuki-Klasse ist mit zwei 324 mm Dreifach-Torpedorohren vom Typ HUS-303 ausgestattet, die 6 Torpedos abfeuern können. Die Kosten für den Akizuki-Zerstörer belaufen sich auf 893 Millionen Dollar. Zeong. Die Lenkwaffenzerstörer Zeong, The Great Class, werden im Rahmen des Programms Korean Destroyer Experimental der Marine der Republik Korea entwickelt. Die Zerstörer werden in der konventionellen Seekriegsführung, der U-Boot- und der Luftabwehrkriegsführung eingesetzt. Die Zeong der großen Klasse ist mit 16 Haesung Langstrecken-Antischiffsraketen und 32 Yumu-3 Landangriffsraketen bewaffnet. Zwei MK-41 Vertikalabschusssysteme, eines mit 48 Zellen und ein weiteres mit 32 Zellen, sind vor und hinter dem Schiff für SM-2 Block 3B Raketen montiert. Die Kosten für den Zerstörer belaufen sich auf 923 Millionen Dollar. Kolkata. Die Lenkwaffenzerstörer der Kolkata-Klasse sind die neuen Stealth-Zerstörer, die von Mazagon Dock Limited für die indische Marine gebaut wurden. Das auf dem Schiff montierte 16 Zellen Universal-Vertikalwerfer-Modul kann BrahMos-Raketen mit einer Höchstgeschwindigkeit von Mach 2,5 bis Mach 2,8 und einer maximalen Reichweite von 290 km starten. Die U-Boot-Kriegsführung wird durch Doppelrohr-Torpedoraketenwerfer und RBU-6000-Raketenwerfer gewährleistet. Die Raketen können gegen U-Boote im Umkreis von 6 Kilometern eingesetzt werden. Die Kosten für einen Zerstörer belaufen sich auf 950 Millionen Dollar. Type 45.
Die neuen Typ 45 Zerstörer der britischen Royal Navy haben die alten Type 42 Zerstörer ersetzt, die seit 1978 im Einsatz waren. Die Hauptaufgabe der Type 45 Zerstörer für Luftkriegsführung besteht in der lokalen Flottenabwehr mit Langstreckenradar und der Fähigkeit zur großräumigen Verteidigung. Die Kampfsysteme des Schiffes sind auch in der Lage, Flugzeuge zu steuern und die Anti-Luftkriegsführung des Einsatzverbandes zu koordinieren. Das primäre Waffensystem des Zerstörers vom Type 45 ist das wichtigste Flugabwehr-Raketensystem. Die für das System verwendeten Flugkörper sind die Aster 15 und die Aster 30. Der Type 45 trägt bis zu 48 Aster 15 und Aster 30 Flugkörper. Die Kosten für diesen Zerstörertyp belaufen sich auf 1,3 Milliarden Dollar. Atago. Die Atago-Klasse sind große japanische Zerstörer mit starken Fähigkeiten zur Luftabwehrkriegsführung. Die Kriegsschiffe der Atago-Klasse tragen das Luftabwehrsystem Aegis von Weltklasse. Es integriert eine Mischung aus japanischen und amerikanischen Systemen, einschließlich Waffen, Radar und Feuerleitung, zu einem hocheffizienten System, das in der Lage ist, eine Flottenschlacht über und unter der Oberfläche zu steuern. Die Kriegsschiffe der Atago-Klasse mit ihrer hochentwickelten Langstrecken-Luftverteidigungsfähigkeit sorgen für die Luftversorgung der Flotte. Diese können sogar ballistische Raketen bekämpfen. Es gibt ein 96-zelliges MK-41-Vertikalabschusssystem mit 64 Zellen im vorderen und 32 Zellen im hinteren Bereich. Diese sind mit einer Mischung aus SM-2MR-Standardraketen, SM-3-Antiballistikraketen und RUM-139 U-Boot-Abwehrraketen bestückt. Die Kosten für einen Zerstörer der Atago-Klasse betragen 1,48 Milliarden Dollar. Maya. Der Lenkwaffenzerstörer der Maya-Klasse ist eine verbesserte Variante der Atago-Klasse, die seit 2007 bei der Japan Maritime Self-Defense Force im Einsatz ist. Die Schiffe sollen größere Schiffe eskortieren und sie gegen See-, Luft- und Oberflächenbedrohungen verteidigen. Das neue Aegis Baseline J7-Kampfsystem ist die Hauptbewaffnung der Lenkwaffenzerstörer der Maya-Klasse, während seine Sekundärwaffen eine 62-Kaliber-Kanone, ein vertikales Abschusssystem, ein SSM-Schiffsabwehrraketenwerfer, zwei 20mm Hochleistungskanonen und zwei Torpedo-Abschussrohre umfassen. Die Kosten für den Zerstörer belaufen sich auf 1,5 Milliarden Dollar. Arleigh Burke. Die Lenkwaffenzerstörer der Arleigh Burke-Klasse wurden als gasturbinengetriebener Ersatz für die Raketenzerstörer der Coons-Klasse konzipiert. Die Arleigh Burke war das erste große Schiff der US-Marine, das zur Verteidigung des Radarquerschnitts mit Stealth-Sharping-Techniken ausgestattet war. Ursprünglich zur Verteidigung gegen sowjetische Flugzeuge, Raketen und U-Boote vorgesehen, wird dieser starke Zerstörer heute in Gebieten mit hoher Bedrohung zur Durchführung von Luft-, U-Boot-, Boden- und Landangriffsoperationen eingesetzt. Die Schiffe sind mit 56 Raytheon Tomahawk-Marschflugkörpern bewaffnet, mit einer Kombination aus Landangriffsraketen, mit einem TERCOM-gestützten Navigationssystem und Antischiffsraketen mit Trägheitslenkung. Die Kosten für einen Zerstörer dieser Klasse belaufen sich auf 1,8 Milliarden Dollar. Hobart. Die Luftkriegszerstörer der Hobart-Klasse werden von der AWD Alliance for the Royal Australian Navy gebaut. Die Zerstörer der Hobart-Klasse bieten Luftverteidigung für Schiffe, Landstreitkräfte und Infrastruktur an Küstenlinien. Sie verteidigen und zerstören auch Raketen und Flugzeuge in einem Umkreis von 150 Kilometern.
Die Zerstörer können auch bei Strafverfolgungsoperationen, bei der Verteidigungshilfe für die Zivilbevölkerung, bei der Erfassung von Umweltdaten, bei Rettungseinsätzen und in diplomatischen Funktionen eingesetzt werden. Die Hobart-Klasse sind die ersten Kriegsschiffe der Royal Australian Navy, die mit dem Aegis-Kampfsystem ausgestattet sind. Aegis umfasst ein Spy-1D-Radar, ein MK-41-Vertikalabschusssystem, ein SM-2-Standardflugkörper und ein Kampfsystem mit offener Architektur. Ein Zerstörer der Hobart-Klasse kostet 3 Milliarden Dollar. Somewalt. DDG 1000 Somewalt. Das erste im Rahmen des DD-Programms des US-Verteidigungsministeriums gebaute Schiff wurde im Mai 2016 an die US-Marine ausgeliefert. Im Gegensatz zu früheren Zerstörerklassen, die in erster Linie der Abwehr von Bedrohungen in der Tiefsee dienten, besteht die Hauptaufgabe der Somewalt darin, Landangriffsunterstützung für Bodentruppen zu leisten und traditionelle Zerstörermissionen der Luft-, See- und Luftabwehr durchzuführen. Somewalt verfügt über ein Sensor- und Waffenarsenal, das für den Küstenkrieg und für die netzwerkzentrierte Kriegsführung optimiert ist. Northrop Grumman hat eine Lösung vorgeschlagen, die auf einem peripheren vertikalen Abschusssystem basiert. Die Lösung besteht aus 20 vierzelligen peripheren Vertikalabschusssystemen, die um den Umfang des Decks herum angeordnet sind und nicht wie üblich aus einem zentral angeordneten Vertikalabschusssystem. Dies würde die Anfälligkeit des Schiffes für einen einzigen Treffer verringern. Somewalt ist das erste Überwasserkampfschiff der US-Marine mit vollelektrischem Antrieb. Die Kosten für einen Zerstörer der Somewalt-Klasse belaufen sich auf 4,2 Milliarden Dollar. Das ist alles, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Schreibt in die Kommentare, welcher der Zerstörer euch am besten gefallen hat. Klickt auch auf den Like-Button und abonniert unseren Kanal, damit ihr keine interessanten Videos mehr verpasst.